Jo, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Hotline Miami 2 Wrong Number. Ich bin Browser XL und wir sind jetzt unterwegs mit Richter, also dem Attentäter aus dem ersten Teil, und werden jetzt mal deren Hintergrundgeschichte kennenlernen. So wie es aussieht, scheint der ja eher auch mir nur so durch Zufall reingeraten zu sein. Gucken wir mal, was sich hier so gibt. Dass da einer gleich mit einer Waffe vor der Tür steht, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr, aber schauen wir mal. Okay, nein, das funktioniert schon mal so nicht. Hallo? Okay, so. Ups, okay. Aber die Taktik war ja schon mal nicht so schlecht. Okay, das war die falsche Waffe, verdammt. Da wollte ich ausnahmsweise mal nicht die. Gut, okay, da wollte ich ausnahmsweise mal nicht die Schrotflinte haben. Hallo? So. Nein! Wow! Boah, hab ich mich erschreckt. Falsch. Okay, 6 platt. Gut. So. Oh, die liegen vielleicht gar nicht so schlecht. Warte mal. Okay. So. Aha. Ups. So. Okay, das hat geflitscht. Und das auch. So. Okay, na gut. Okay, gut, gut, gut. Gar nicht so verkehrt, aber ich frag mich, wird das reichen? So. Nee, so war das nicht geplant. Komm her. Dann eben so. Okay, schauen. Oh, das waren sogar 4. Hallo? Hallo?
Das Messer brauchte ich doch. So. Gucken. Ganz vorsichtig. So. Da liegt nichts mehr rum. Den sind wir los. Messerjockel haben wir auch erwischt. So, du da. Das ging jetzt aber verdächtig schnell. Gut. First Blood, ne? Ja, sogar ein Zeitbonus. Das kriegen wir nicht so häufig in der letzten Zeit. Da sitzt Mutti. Nur bevor ich mit ihr spreche, will ich mal gucken, ob wir hier irgendwo irgendwelche Dokumente rumliegen haben, die es zu lesen gilt. In seinen eigenen Tresorraum kommt er nicht rein. Okay. Aha, was haben wir hier? Nein? Auch nicht. Okay, gut. Dann sprechen wir mal mit Mama. Mom, was machst du hier unten? Ich war hungrig und wollte mir was zu essen holen. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Mach dir nicht so viele Sorgen um mich. Du weißt doch, dass der Arzt gesagt hat, du sollst nicht so viel herumlaufen. Es ist mir egal, was der Arzt gesagt hat. Noch lebe ich und so einen Unsinn lasse ich mir nicht vorschreiben. Okay. Mom, ich bin eine Weile unterwegs. Oh, ist es was Dringendes? Ich dachte eigentlich, du könntest mir ein Bad einlassen. Mir ist etwas kalt. Tut mir leid, Mom, aber wir machen das, sobald ich wieder zu Hause bin, okay? Na gut. Und wo gehst du hin? Hast du wieder ein Vorstellungsgespräch? Diesmal klappt's bestimmt. Mach dir nicht zu viel Hoffnung, Mom. Es ist nicht leicht, deinen Job zu finden. Du bist ein so kluger junger Mann. Wer würde dich nicht gerne einstellen? Keine Sorge, du findest sicher bald Arbeit. Ja, sicher. Tja, ich muss los. Ich bin so bald wie möglich wieder zurück, okay? Geh, mein Junge, damit du nicht zu spät kommst. Mach dir um mich keine Sorgen, ich passe schon auf mich auf. Aha. Sie haben eine neue Nachricht. Hallo, hier spricht Andrew vom Expressversand. Es sind Waren gekommen, die um 20 Uhr in die 144. Northeast geliefert werden sollen. Die Sendung ist zerbrechlich, behandeln Sie sie also mit Vorsicht. Kommen Sie nicht zu spät und vergessen Sie nicht, Ihre Uniform zu tragen. Okay, wie komme ich jetzt? Wo ist? Egal, dann machen wir das mal. Ist natürlich schön, er wohnt an einer Haltestelle. Auch nicht schlecht. Demolition. 18. Szene. Okay. Gut, gucken wir mal. Lassen wir das ruhig eine etwas kürzere Folge sein, denn ich meine mich daran zu erinnern, dass die ein wenig tricky ist. Und selbst wenn nicht, dann machen wir das so, dass ich wieder ähnlich wie bei Folge 8 ein Doppelpack releasen werde. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.